Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Nicht im WDR-Fernsehen heute, sondern hier ausschließlich bei 1Live. Domian, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen beim 1Live-Talkradio. Freie Themennacht, wie immer freitags. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, dann ruft an 0800 5678 111. Wir gehen jetzt sofort an den Start und ich begrüße Denise. Das ist richtig ausgesprochen, ne? Ha, fängt ja gut an. Denise hat aufgelegt. Oder die Leitung ist zusammengebrochen. Dann nehmen wir doch ganz einfach mal die Theresia. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Du bist 66. Ich bin 66, ja. Ja, um was geht's denn, Theresia? Es geht richtig Thema am Mittwoch. Deshalb habe ich auch angerufen. Da hast du gehabt, ich habe was verloren. So, ja. Und ich habe das Tageslicht verloren. Das Tageslicht? Ja, so, dass ich bin blind, ne? Du hast dein Augenlicht verloren. Ja, das Augenlicht. ja, das Augenlicht. Das Augenlicht. Habe ich schlecht gesagt. Ja. Ja. Wie lange ist das her? Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ist auch verständlich, okay. Wann ist es passiert? Ja, ich habe öfters gehabt Regenbogenentzündung. Das ist irgendwie die Krankheit, so wie man öfters hat Lungenentzündung. Hm. Wie alt warst du denn? Wie lange ist das her? Ja, jetzt sind 12 Jahre, das sehe ich schon nicht mehr. Aber das ging schon so 4 Jahre vorher. Ja. Das ist so langsam gegangen. Ja. Also gab es diese Regenbogenentzündung, von der ich noch nichts gehört habe, aber offensichtlich eine Ja, und das ist hinter dem Auge, ne? Ja. Und ich war ja in Behandlung und im Krankenhaus, aber man konnte es nichts machen. Ja. Das ist gegangen zuerst auf das linke Auge, ja, dann auf das rechte Auge. Wie lange hat das gedauert? Das hat so ungefähr gedauert 5 Jahre. Und dann kam ganz Entblindung. Dann, das heißt, heute bist du völlig erblindet? Ja. Und schon lange? 12 Jahre. Ja, und siehst gar nichts, es ist alles schwarz vor Augen. Ich sehe grau, ganz dunkelgrau, wie so ein dicker Nebel. Ah, siehst du Helligkeitsunterschiede? Also Tag, also wenn man einen Scheinwerfer auf dich richten würde. Nee, jetzt überhaupt schon nicht. Gar nichts mehr. Das war, da konnte ich Tageslicht so helle und dann Abend dunkle, aber jetzt schon gar nichts mehr. Nun hast du dich ja, weil es so allmählich sich entwickelt hat, darauf einstellen können. Ja. Dennoch ist es natürlich ein großes Schicksal. Ja, wirklich. Ja, das ist schon. Wie gehst du damit um, dass du blind bist? Domian, ich gehe mit dem so um, dass ich bin, kann ich sagen, nicht zufrieden, aber glücklich, dass ich habe einen tollen Mann bei mir. Ja. 34 Jahre verheiratet. Ja. Einen tollen Sohn und eine tolle Schwiegertochter. Das heißt, die Familie fängt dich wirklich auf. Ganz auf. Und noch Geschwister und Neffen und Nichten. Wir sind eine große, große Familie. Und wir halten alle so gerne zusammen. Hör mal, du hast so einen netten Akzent. Woher kommst du? Ich komme aus Oberschlesien. Aus Oberschlesien. Weißt du, wo das ist? Ja, natürlich weiß ich das. Ach, weißt du das? Ja, das aus Beuthen. Natürlich. Ja, das weiß ich. Ich komme ja auch aus einer Flüchtlingsfamilie, deshalb bin ich ja gut informiert über... Ach so. So wie Deutschland früher war. Ja, das ist aber die Familie ist jetzt schon hier, wir sind hier schon nicht. Und ja, was ich gerade fragen wollte noch, wie du damit zurechtkommst, wie ist das? Kannst du deinen Haushalt noch führen? Geht den das? Führe ich... Ganz, kann man sagen. Ach. Die bewunden mich ja alle. Aber wie kannst wie kannst du Fenster putzen, wenn du nicht... Ja, das mache ich auch. Aber wenn du nicht siehst, wo noch Schmieren sind. Ja, das wollte ich dir gerade sagen. Ja. Ich putze die Fenster auch, mein Mann hilft. Aber wenn es kommt drauf an, dann mache ich das auch. Und wenn ich sie auch putze und ich frage ihn dann, du hörst mal, muss man was verbessern? Ja. Sagt er, nein, sie ist nicht zum Verbessern. Also eine perfekte Hausfrau. Ja. Steckt da drin. Zum Beispiel stelle ich mir auch vor, schwierig vor, wenn du etwas am Braten bist, dann kannst du auch nicht gucken, ob es nur schon ob es schon dunkel wird. Wie machst du das? Am Abend? Nee, wenn du etwas am Braten bist. Ach, am Braten. Ja. Ich mache alles zurecht. Ja.
Und mein Mann, der guckt dann, ob das ist schon braun, ob nicht. Ach so. Aber ich mache alles zurecht. Also, ich backe Kuchen, ich mache alles den Kuchen, bloß er macht ihn schön gerade auf das Blech. Ich verstehe. Ja, aber ich mache so alles. Also wichtig, das verstehe ich jetzt schon, höre raus, wichtig ist deine Familie, dein Mann. Wenn die nicht so zu dir halten würden, wäre das ein noch viel schlimmeres Schicksal. Das wäre viel schlimmer, ja. Das ist wahr. Aber wir fliegen noch viel im Urlaub. Ich schwimme noch gerne. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ja. Ja. Das heißt, du nimmst den Urlaub, Länder, ganz mit anderen Sinnen auf. Ne? Du riechst die Luft vielleicht viel intensiver, als wir die sehen können. Du spürst das Meer intensiver und so weiter. Ja, ich habe ja gesehen, das ist ja erst jetzt vor 12 Jahren, was ich nicht sehe. Da kann man sich das vorstellen, wie das alles aussieht. Ja. Und wenn auch die Palmen und alles, da geht mein Mann mit mir in die Nähe und dann spüre ich das. Und da gibt er mir die Hand, guck mal, das ist das und solche Blumen und so. Also und so. Das heißt, dein Mann erklärt auch viel, wenn ihr dann so spazieren geht, wie das aussieht. Ja, er hat mich auch erklärt, wie du aussiehst im Fernsehen. Ach so. Was ist denn? Da gucken wir ja auch und da sage ich immer, ja, du musst mir doch mal sagen, wie der Domian aussieht. Was ist das? Ich höre ja viel deine Sendung. Ja. Ja, ich spiele sehr gerne auch Gitarre und singe auch sehr gerne. Wunderbar. Also die wirklich ganze sehr. Die Familie ist auch lustig und musikalisch. Du bist ja dem Leben doch sehr zugewandt, merke ich. Und das macht, wie gesagt, mit der Familie sehr viel aus. Gab es denn dennoch so am Anfang so vielleicht eine gewisse Zeit, wo du sehr mit deinem Schicksal gehadert hast, wo du dachtest, warum trifft's mich und warum überhaupt? Kann ich vielleicht nicht so sagen. Ja. Domian, denn ich bin auch von einer Zwillingsschwester. Mhm. Und die mit 58 ist auch schon gestorben. Oh ja. Ja. Dann ist man dankbar für das Leben, was man noch hat. Die fehlt mir sehr. Ja. Denn wir waren wir waren ganz egal. Uns konnten sie, wie wir gearbeitet haben in einem Betrieb, da konnten sie uns niemals unterscheiden. Ja. Wir haben viel durchgemacht. Ja, das glaube ich. Und immer haben wir gelacht darüber. Die haben wieder gesagt, Maria, du Theresia, und keiner wusste, wer welche ist. Das war auch witzig. Also, Theresia, ich wünsche dir von Herzen, dass du so bleibst, wie du bist. Ja, Domian, danke. Ich glaube, und mach weiter so gut deine Sendung. Ja, die höre ich jede Nacht. Das ist schön, freue ich mich. Wenn auch mein Mann sie nicht immer horcht, aber da habe ich Kopfhörer und mein kleines Radio. Und aber, dann horcht ich im Radio. Aber du grüßt ganz herzlich deinen Mann von mir. Der steht bei mir und spielt auf. Wunderbar. Ja. Dankeschön. Alles Gute euch beiden. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111. Die heiße Nummer hier ins Studio. Kostet euch keinen Cent. Und ihr könnt auch mailen unter 1live.domian@wdr.de und schreibt bitte eure Telefonnummer drauf. Sonst können wir nicht schnell reagieren und euch nicht schnell zurückrufen. So, zweiter Versuch mit unserer Denise von vorhin. Hallo? Hallo? Ach, da ist sie. Was war geschehen? Ja, ich bin irgendwie rausgeflogen, keine Ahnung. Ja. Also, Denise ist schon mal richtig, ne? Ausgesprochen. Ja, genau. Du bist 18 Jahre alt. Genau. Um was geht's denn, Denise? Ja, also es geht um Folgendes. Ich habe einen Freund seit ungefähr einem Jahr. Ja. Und ja, vor einem halben Jahr hat er mir halt mal den Vorschlag gemacht, wie das ist, wenn man mal Analsex ausprobieren würde. Ja. Und am Anfang war das so ein bisschen unangenehm, habe es aber dann trotzdem gemacht und mittlerweile habe ich dann doch schon Gefallen dran gefunden. Ja. Wir haben das ein bisschen ausgeweitet, haben es auch schon einmal mit einer Kerze versucht, also es war dann schon... Also das war ganz extrem und ja, das Problem ist jetzt eigentlich nur, dass ich das einer Freundin von mir mal erzählt habe, eigentlich im Vertrauen. Ja. Und sie hat es halt weiter erzählt in meinem ganzen Bekanntenkreis. Ja. Und seitdem bin ich da ziemlich unten durch und werde auch gar nicht mehr. Wie bitte? Echt? Ja. Warum finden die das Schweinkram oder wie? Ja, die halten das für total abnormal und meinten, ich müsste mal zum Arzt gehen und mich da mal. Ehrlich? So haben die das... sagen die dir das so richtig ins Gesicht oder hörst du das so hintenrum? Nee, die sagen das ja hintenrum am Anfang und dann habe ich sie mal drauf angesprochen, was da los ist. Und dann haben sie schon gesagt, ja, sie wissen das von der Freundin halt. Was denn das denn für Klemmschwester? Ja. Aber hallo, ich meine, das ist das gehört zu einer der ältesten Sexualpraktiken der Menschheit. Und das machen ja nur auch sehr viele Leute. Gut, es ist nicht jedermanns Geschmack, aber es machen halt viele. Und es ist auch völlig okay, wenn beide Spaß daran haben.
Ja, schon, aber mittlerweile, wenn das so viele Leute dann sagen und das sind halt alles, wo ich mir gedacht habe, das sind gute Freunde, ja, und dann macht man sich schon Gedanken drüber, ne? Und, nee, dann solltest du dir Gedanken machen darüber, ob das gute Freunde sind. Ich sage nämlich, das sind keine guten Freunde, das sind kleine, dumme Spießer. Kleine, dumme Spießer, wenn die so reagieren. Was soll denn das? Das ist doch völlig albern. Wo lebst du? Lebst du in der Stadt oder irgendwo auf dem Land? Ja, in der Stadt. Auch das noch? Mhm. Mann. Ja, ich denke mal auch, ich weiß nicht, es gehört vielleicht nicht zur Norm, weil man es vielleicht nicht so oft hört von anderen Leuten, ja. Ja, aber wer weiß, wie viele das im Verborgenen machen und eben nicht drüber sprechen, aber es auch tun oder es tun wollen. Ja. Weißt du? Wie reagierst du denn darauf, wenn die dann mit so komischen Äußerungen kommen? Ja, ich versuche mich halt irgendwie zu verteidigen, aber irgendwie mittlerweile rede ich mir schon selbst ein, dass es total krank ist, ja. Nein, Denise. Wirklich nicht. Wenn du Gefallen dran hast und ein Freund Gefallen dran hat und das ein Teil eurer Sexualität ist, dann macht es bloß weiter und lass dich nicht irritieren von diesen ganzen Deppen um dich herum. Du sagst, du versuchst das irgendwie dich dazu verteidigen. Was sagst du denn dann zu den Leuten? Ja, das ist im Prinzip meine Sache, aber es verletzt mich doch schon ziemlich. Mhm. Also, ja, ist mir dann auch peinlich, dann die Leute wiederzusehen, weil dann auch meistens dumme Sprüche kommen und also meistens von Mädchen, die denken, sie wären was Besseres und so Leute habe ich halt auch im Bekanntenkreis, ist ja klar. Ich versuche da einfach da ein bisschen frecher und legerer zu reagieren, nach dem Motto, da spricht nur der Neid aus euch oder ihr seid ja alle verklemmt oder irgend sowas. Ja, ist schon schwierig, ne? Ja. Nein, aber weißt du, was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass ihr euch das jetzt mies machen lasst durch diese Äußerungen der Umwelt. Mhm. Ist das denn jetzt permanent so, dass die darüber reden oder war das einmal? Nee, es ist schon permanent, deswegen macht mich das ja auch fertig. Also wenn wir uns irgendwie treffen und dann kommen dann dumme Sprüche. Sag mal einen Spruch, was sagen die für Sprüche? Wie plump sind die in ihren Sprüchen? Ja, als wo das gefallen ist mit der Kerze, wo ich das mal gesagt habe, halt, das hat meine Freundin auch weitererzählt. Ist auch eine blöde Freundin übrigens, ne, zwischendurch gesagt. Ja, ich weiß, also mit der habe ich auch schon einen größten Krach deswegen gehabt, ja. Also was sagen die? Ja, da kommen halt so Sprüche, ja, guck mal, da kommt sie, die sich die Kerze steckt oder irgendwas. Da kommt Kerzen-Lilly oder so. Ja, so ähnlich, ja, und deswegen ist... Ach, Denise. Also, ich weiß ja nicht, wie penetrant das wirklich ist von den Leuten, aber versuch dir da ein dickes Fell anzulegen, reagiere da ruhig, wie gesagt, suffisant oder frech drauf oder... ach, lasst euch nicht kaputt machen, also wirklich, du brauchst dich dessen nicht zu schämen, wirklich nicht. Wie gesagt, solange es Menschen gibt, gibt es diese Sexualpraktik. Völlig normal. Völlig normal. Okay. Was sagt denn dein Freund dazu? Ist es dem auch schon peinlich, oder? Ja, also seine Freunde wissen das gar nicht. Wir haben nicht so denselben Freundeskreis, weil er woanders herkommt. Mhm. Und ihm macht das nichts aus, weil sie ja nicht seine Freunde sind im Prinzip. Aber sind das eigentlich die dich da behänseln, sind das hauptsächlich Frauen? Ja. Hab ich mir doch gedacht. ein, zwei Jungs sind auch dabei und das sind die besten Sprüche dann robben, aber diese Jungs, die Mädchen sind dann schon auch extrem. Die Mädchen sind schlimmer, glaube ich auch. Ja. Die Jungs sind ja durch die Bank alle scharf drauf. Weißt Meinst du? Ja, natürlich. Absolut, alle. Ja. Die Mädels haben eher ein bisschen Angst davor und zieren sich, das zu machen. Ja. Nein. Also, nochmal, klarer Ratschlag von mir, mit vollster Überzeugung. Lass es dir nicht mies machen von denen und pfeift dir einfach zurück, wenn die dummes Zeug quatschen. Mm. Das sind verklemmte Trinen. Weißt du? So ist das. Wenn ihr das so schön für euch praktiziert, ist es doch wunderbar. Ja, okay. Denise, viel Spaß mit deinem Freund in jeglicher Hinsicht. Dankeschön. Tschüss. Okay, danke, tschüss. 0800 5678 111 Telefonnummer hier im Studio, wenn ihr mich erreichen wollt, live hier im Radio bei 1Live. Und wir können uns über alles unterhalten, das euch interessiert. Von Politik bis über Sex, über Deutschland sucht den Superstar, falls es da überhaupt noch was zu reden gibt. Ich habe gestern Nacht, als ich nach Hause kam, im Fernsehen rumgezappt und sah mal wieder diesen unsäglichen Herrn Sprengelmann. Ja, es war bei Kerner, genau, bei Kerner war es. Also meine Fußnägel drehen sich, wenn ich diesen Menschen reden höre. Und ich habe den Eindruck, dass alles nicht stimmt. Dass er sich in jeglichem immer rausredet
Und er ist für mich wirklich der Inbegriff eines Unsympathieträgers. Und es ist rätselhaft, dass die den so lange gehalten haben. Und ich bin sicher, dass in der nächsten Staffel er bestimmt nicht mehr dabei sein wird. Nun gut, jetzt ist Sandra hier. Sandra ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sandra. Hallo Domian. Gehst du schön nah ans Telefon? Damit das ich auch bin am Telefon. Ja, schön nah dran. Noch näher. Ja, ganz nah. Na gut. Und was geht's denn? Mein Thema ist Bettnässe. Bist du selbst betroffen? Ja. Seit wann? Eigentlich von schon immer, von Geburt an. Von Geburt an. Mhm. Wie sind denn deine Eltern früher damit umgegangen, als du Jugendliche warst und Kind warst? Also meine Mutter, ja, die war eigentlich sehr locker. Mhm. Mein Vater war schon sehr streng. Also ich weiß, da war ich 3-4 Jahre alt. Da habe ich auch mal ins Bett gemacht und da hat er mich also tierisch verdroschen. Ne? Mhm. Und das ging eigentlich immer so, bis ich 7, 8, 9 war. Mhm. Womit er natürlich überhaupt nichts bezwecken konnte. Der hat mich auch ganz schön bestraft. Jedes Mal, wenn ich ins Bett gemacht habe, ich durfte mittags ab 2 Uhr nichts mehr trinken und so Sachen. Wie albern, ne? Als hättest du es bewusst gemacht. Ja, natürlich. Mhm. Und gerade im Sommer, ne? Wenn er so warm ist und dann kriegst du ab 14 Uhr nichts mehr zu trinken. Mhm. Ach so, war das dann geregelt. Ab 14 Uhr gab es nichts zu trinken, gar damit nichts mehr. Die Kleine nicht ins Bett pieselt. Richtig. Mhm. Und es war noch meistens nur ein Glas am Tag, ne? Mhm. Ah, ehrlich? So wenig? Ja, das ist sehr wenig. Also ich habe das auch heute noch, dass ich wenig trinke. Mhm. Aber ich trinke auch normal, ne? Aber jetzt nicht so extrem viel. Man sagt ja, 3-4 Liter soll man trinken. Naja, 4 ist vielleicht ein bisschen viel, aber 2, 3 sind schon ganz gut. Die schaffe ich ja gar nicht. Also der Vater ist ja rigide mit dir umgesprungen. Die Mutter? Die Mutter hat es eigentlich immer versucht zu vertuschen, weil sie wusste, wie der Vater darauf reagiert. Mhm. Haben deine Eltern denn, sind die auf die Idee gekommen, vielleicht mit dir mal zum Psychologen zu gehen, Kinderpsychologen? Ja, die waren irgendwie beim Arzt mit mir, beim Kinderarzt. Mhm. Der hatte mich dann, ich weiß nicht, glaube mit 4 oder mit 5 in die Kur geschickt. Mhm. Für 6 Wochen, da war ich dann auch, aber hat auch nichts gebracht. Und dann, ich bin also im Heim groß geworden, im Kinderheim und bei Pflegeeltern teilweise. Ach so, du warst gar nicht bei der Vater, von dem du gerade gesprochen hast. Ist das dein Pflegevater gewesen? Nee, ist mein richtiger Vater. Und dann bist du ins Heim irgendwann gekommen? Da bin ich mit 10 oder so bin ich ins Heim gekommen, weil meine Eltern sich getrennt haben. Ach so. Und ich die Jüngste war, ja, dann bin ich dann halt ins Kinderheim gekommen. Ja, und das war natürlich auch blöd dann, ne? Ja, und warum hat deine Mutter dich nicht genommen? Oder eben der Vater? Warum denn ins Heim? Mein Vater, bin ich ganz froh, dass er mich nicht genommen hat. Mhm. Weil das, sag ich mal, krass ein Arsch hoch 10 ist. Mhm. Und meine Mutter, ja, die hatte lieber ihren Hund mitgenommen. Mhm. Wie viele Kinder gab es denn noch? Also sie sind zu viert. Ja. Nur meine älteste Schwester, die ist bei meinen Großeltern aufgewachsen. Mhm. Schon von ganz klein auf. Also hat deine Mutter überhaupt kein Kind mitgenommen? Gar keins. Das ist aber auch hart. Meine eine Schwester, die ist bei meinem Vater geblieben. Mhm. Die andere ist später auch abgehauen. Die ist dann erstmal zur Oma und dann ins Heim freiwillig. So, und deine Karriere, sage ich jetzt in Anführungszeichen, war dann aber Heim und dann nochmal Pflegeeltern. Und während dieser ganzen Zeit bist du Bettnässerin geblieben. Die ganze Zeit. Eben bis heute. Und heute bist du 30 Jahre, sagte ich gerade. Ja. Was heißt das jetzt genau? Heißt das, dass du jede Nacht ins Bett pinkelst? Ja, manchmal ist es unterschiedlich. Mal mache ich 2-3 Wochen jeden Tag ins Bett. Ja. Mal mache ich auch mal 2-3 Wochen gar nicht. Ja. Kannst du das irgendwie festmachen? Beispielsweise, dass du eine sehr stressige Zeit hast und dass du dann ins Bett machst? Oder du hast es doch wahrscheinlich alles schon 1000 Mal beobachtet. Ja, ich denke schon, dass das mehr stressbedingt ist. So. Also wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie aufgedreht bin oder wenn irgendwie Ärger in der Familie war oder... Ja. Hast du dann im Bett so eine Gummimatte liegen? Ich habe so ein normales Spannbetttuch. Ja. Das ist aber komplett aus Gummi. Ach so, das ganze Spannbetttuch ist aus Gummi. Ja. Was ja auch nicht schön ist, weil da schwitzt man doch sicher so drunter, oder? Nee, es ist ja oben ist ja Baumwolle und unten drunter ist das Gummi. Und wenn du dann, merkst du das, wenn du in der Nacht da Pipi reinmachst? In der Regel werde ich eigentlich erst morgens wach. Ach so. Wenn schon alles zu spät ist. Und dann ist es ja auch unangenehm, ne? Dann wacht man in der Feuchtigkeit auf. Ja, klar. Deine Oberdecke, die über dir liegt, die musst du dann doch auch jedes Mal waschen, oder? Wie machst du das? Ich weiß nicht, wie viele Decken ich habe, aber die Maschine läuft, glaube ich, den ganzen Tag hier. Mhm. Hast du einen Freund? Ich war verheiratet. Du warst verheiratet. Lange? 8 Jahre, aber verheiratet 6 Jahre. Du bist jetzt im Moment aber über Solo und Single. Ja. Wie ist denn dein Mann damit umgegangen?
Also ich muss dazu sagen, mein Mann ist Pakistaner gewesen. Ja. Und ja, irgendwie, also er hat immer gesagt, nee, das stört mich nicht und ist kein Problem. Und also er wusste das von Anfang an. Du bist damit offen umgegangen. Ja, was heißt offen? Und du hast es ihm gesagt. Das hat mal irgendwann ergeben, dass er gesagt hat, komm, schlaf bei mir. Na, und dann musste ich ihm das ja sagen. Ja, ja. Hast du dich wahrscheinlich auch geschämt, ne? Ja, schon, klar. Mhm. Du kannst ja auch nicht, fällt mir gerade ein, du kannst mit dem Mann gleich weitererzählen. Von wegen hier mal schlafen. Du kannst doch gar nicht ganz normal in den Urlaub fahren, ne? Und nee, mache ich auch nicht. Im Hotel schlafen geht gar nicht. Nee, mache ich auch nicht. Also ich war mit meinem Mann einmal in Spanien gewesen für ein paar Wochen. Mhm. Da haben wir 3-4 Nächte im Hotel geschlafen. Ja. Und das ist dann Gott sei Dank gut gegangen. Aber das könnte als kompliziert dann werden für dich. Richtig, wir haben dann noch ein paar Wochen beim Cousin von ihm gewohnt. Ja. Und da ist das schon 3-4 Mal passiert. Was auch peinlich war für dich wahrscheinlich. Ja, klar, man schläft ja auch ganz unruhig. Ja, ja, ne? Ja, ja. So, jetzt erzähl mal mit deinem Mann weiter. Also, du hast es ihm erzählt, nachdem er es dann. Ja, der ist eigentlich ganz locker damit umgegangen, ne? Glaubst du ihm das? Doch, ich glaube ihm das. Aber es gibt ja schon mal so Situationen, wenn man halt zusammen ist mit jemandem, dass man dann morgens, wenn man so im Halbschlaf sich so in dessen Bett mit reinkuschelt und so und an den Rand kuschelt. Das geht ja bei dir ja gar nicht, wenn es dann eventuell ganz nass alles ist. Also ich sag mal so, also er hat das oft gemacht, wenn er dann wach geworden ist, weil das Bett nass war oder so, hat er mich geweckt. Ja. Ich bin duschen gegangen und er hat das Bett bezogen. Oh, das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, das war natürlich sehr nett. Ja. Also er sagt, es hat ihm nichts ausgemacht, aber was heißt, ich glaube mich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. Habt ihr Kinder auch? Nein. Nee. Ihr seid getrennt wegen anderer Sachen. Ja, wir haben im Ausland gewohnt und ich wollte dann nicht mehr und dann habe ich gesagt, ich gehe zurück nach Deutschland. War das dein bisher einziger Partner, dein einziger Mann? Nee, ich hatte davor schon Beziehungen. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch gehemmt einfach ist. Und dementsprechend auch gar nicht so viele Kontakte versucht zu knüpfen, weil irgendwann kommt die Situation, man schläft zusammen und richtig. Dann... Richtig. Also es schränkt schon sehr ein. Ne? Ich habe jetzt auch jemanden kennengelernt. Ist noch nichts Aktuelles, ne? Ja. Aber ich denke mal, irgendwann wird der Tag ja dann vielleicht auch mal kommen, wo er sagt, komm, schlaf bei mir oder ich bei dir. Ja, ja. Und dann muss es sagen. Ich meine, er weiß viel von früher so. So, Sandra, jetzt frage ich mich die ganze Zeit schon, du bist eine erwachsene Frau von 30 Jahren. Wieso hast du in der letzten Zeit nicht versucht, dieses Problem richtig anzugehen? Durch einen Psychiater, durch Psychotherapie? Also wir haben hier so eine Einrichtung. Das ist eigentlich so mehr für misshandelte Frauen und so. Aber da kann man auch wegen alles hin. Mhm. Da ist auch irgendwie so eine Diplompsychologin, bei der war ich jetzt ein paar Mal. Ja. Aber weiß nicht. Ja, mit ein paar Mal ist das nicht getan. Ich glaube, ja, aber weißt du, Domian, es ist danach schlimmer geworden. Mhm. Ja, manchmal wo ich bei ihr war und ihr alles erzählen sollte von früher so, mit meinem Vater und mit dem Misshandeln und alles. Mhm. Es aber ging ja vielleicht, gar nicht mehr. Vielleicht ist das auch eine Begleiterscheinung von so einer Therapie, dass es erstmal ein bisschen schlimmer wird, weil der Therapeut natürlich sehr in deiner Vergangenheit rumwühlen muss und vieles ins Tageslicht bringen muss, was ursächlich dafür verantwortlich ist. Was dir vielleicht aber zum ich war ja früher auch schon in Behandlung. Mhm. Also in psychologischer Behandlung, vom Heim aus, von den Pflegeeltern aus. Das klingt jetzt so, als wärst du so ein bisschen resigniert, was Behandlungen betrifft, dass du schon die Hoffnung aufgegeben hast, dass dir jemand helfen kann. Die Hoffnung aufgegeben möchte ich so nicht sagen, aber ich habe schon so ziemlich viel durchprobiert. Ich habe auch schon Versuchskaninchen für sämtliche Urologen gespielt, für Tabletten zu testen deswegen. Mm-hmm. Also irgendwann weiß ich nicht. Ich glaube ja, das ist ja in den meisten Fällen so bei Bettnassern, dass das eine psychosomatische Erkrankung ist, also eine psychosomatische Erkrankung ist. Sodass du da sicher bei einem guten Psychologen viel besser aufgehoben wärst. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit Anna, jetzt gleich ein bisschen weiter plauderst. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass die Anna dir vielleicht noch ein bisschen natürlich professionell näher bringen kann, was man mit einer wirklich guten Therapie alles schaffen kann in diesem Fall. Denn ich könnte mir vorstellen, dass du schon die Sehnsucht hast, irgendwann dieses vom Hals zu haben, ne? Dieses Problem. Ja, das ist natürlich schon nervig. Ja, man kann nirgendwo schlafen oder ja, so. Ja.
Das würde ja eine schon enorme Verbesserung deiner Lebensqualität bedeuten, ne? Wenn du. Auf jeden Fall, klar. So, und jetzt bin ich guter Hoffnung, dass das Anna dir noch etwas weiterhelfen kann und würde dir auch wünschen, wenn sie dir jetzt eine Idee vermittelt, die Anna, dass du dem auch nachgehst. Versuch es. Auf jeden Fall. Ne, du hast ja nichts zu verlieren. Mach es einfach. Nee, eigentlich nicht. Ja. Auch wenn schon ein paar Sachen gelaufen sind und die waren nicht so das Gelbe vom Ei. Vielleicht ist der nächste Versuch der richtige Versuch. Mhm. Hm? Alles klar. Sandra, leg bitte auf. Ja. Die Anna ruft dich an. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke dir auch. Auf Wiederhören. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Es geht weiter mit Yvonne. Yvonne ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Yvonne, um was geht's denn? Bei mir geht's um Angst- oder Panikattacken. Ja? Ja. Also die du hast. Hattest. Also ich habe immer noch so ein bisschen, aber ich habe jetzt, sag ich mal, durch psychologische Hilfe mich aus dem Sumpf gezogen oder, sag ich mal, mit Hilfe ziehen lassen. Erzähl doch mal ein bisschen von diesen Angst- und Panikattacken. Wie sah das genau aus? Also es war, also vor 2 Jahren hatte ich so meinen absoluten Tiefpunkt, wo, sag ich mal, wo wirklich gar nichts mehr ging, wo ich teilweise wirklich nur auf der Couch gesessen habe, die Wand angestarrt habe, so nach vorne und hinten geschaukelt bin, geweint habe und eigentlich sterben wollte, aber gleichzeitig totale Angst vorm Sterben hatte. Mhm. Ich habe also wirklich gedacht, wenn ich aufstehe, auf Toilette gehe, dann falle ich um und sterbe. Mhm. Ich konnte also Treppen steigen, das war wirklich nur so, also sag ich mal, wie man alte Leute so Treppen steigen sieht. So, ja. So langsam bin ich Treppen gestiegen, weil ich Angst hatte, wenn ich die Treppen schneller hochsteige, dann sterbe ich. Hattest du auch Angst vor Menschen? Also ich fühlte mich eigentlich immer eher, wenn ich in Gesellschaft war, noch sicherer. Mhm. Allerdings, wenn dann, sag ich mal, wieder eine Beengung war, also in der Straßenbahn oder so, da musste ich aussteigen. Also ich konnte nicht in der Straßenbahn irgendwo für eine längere Zeit drin bleiben. Ja. Und ich habe irgendwann auch gar nichts mehr gemacht. Ich bin nicht mehr arbeiten gegangen. Ich habe meine Mutter musste meine Wohnung sauber machen. Ich habe überhaupt gar nichts mehr gemacht. Nicht mehr einkaufen, gar nichts. Versuch mir mal so in einem Satz zu sagen, oder ich frag dich mal, war es so, dass du, war die Angst, die Hauptangst zu sterben? Ja, das war die Hauptangst. Die Hauptangst. Zu sterben, beim Treppensteigen, nur beim Rumgehen vielleicht oder bei irgendwelchen Aktivitäten? Also es war soweit, ich habe mir dann halt eingebildet, ich habe was am Herzen. Ja. Und ich habe mir das also so stark eingebildet, dass ich dadurch tatsächlich funktionelle Herzrhythmusstörungen bekommen habe. Und dann habe ich dann halt irgendwo diese Angst dann wieder durch eine andere verdrängt. Dann habe ich immer gedacht, ich kriege Schlaganfall. Mhm. Und ich bin dann also auch zu total vielen Ärzten gelaufen, also Arztrechnungen noch und nöcher, weil ich ja immer dann halt mich davon überzeugen musste, es ist nichts. Mhm. Und dann ging es halt für 1-2 Tage wieder. Ich wollte gerade sagen, das ist doch dann erstmal eine kleine Erleichterung, ne? Wenn der Herzspezialist dir sagt, ihr Herz ist völlig in Ordnung. Ja. Dann geht man doch vielleicht aus der Praxis raus und denkt, wow. Ja. Aber nach 2-3 Tagen, sagst du, fingst dann wieder an. Ja, also das war halt in der Phase, wo es noch nicht ganz so schlimm war, hat mich das immer noch beruhigt. Aber in dieser Phase, wo es dann so schlimm war, da habe ich dann gedacht, ach, der spinnt, da muss was sein. Das kann gar nicht sein, dass da nichts ist. Mhm. Und ich habe mir dann also auch, ich konnte mir nicht vorstellen, dass man psychisch wirklich seinen Körper so beeinflussen kann, dass man tatsächlich eben halt so eine Herzrhythmusstörung verursacht geht, durch die Psyche. Ja, ja. Was, wann war es oder wie war es, als es am schlimmsten war? Ja, also am schlimmsten war es halt wirklich dann da, wo ich dann halt nur noch, also ich habe dann bei meinen Eltern zum Schluss dann übernachtet, weil ich zu Hause, also alleine ging gar nichts mehr. Mhm. Und dann habe ich halt wirklich nur noch bei denen auf der Couch gesessen, strömend geheult und ich wollte sterben, aber irgendwo auch wieder nicht, weil es war so paradox, weil ich dachte, wenn ich tot bin, ist das alles vorbei. Wie lange hast du da auf der Couch gelegen? Tage, also ich habe nachts gar nicht schlafen können, also schlafen war gar nicht, ich hatte nur Panik, also es gab keine Minute ohne und ich habe halt über Tag, wenn meine Eltern da waren, wenn ich mich so ein bisschen sicher fühlt, immer so das Gefühl haben, wenn was ist, können die ja sofort einen Arzt rufen. Mhm. Dann habe ich ein bisschen geschlafen. Was hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht? Anders gefragt, was war ausschlaggebend, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt in eine Behandlung? Also ich habe eine Allergie, aber ich kann
Antibiotika mit Gerase immer nicht besonders gut vertragen und die lösen bei mir also noch Depressionen aus. Mhm. Und ich musste die aber zu dem Zeitpunkt dann nehmen und dann ist das so schlimm geworden, dass das also praktisch, ich habe halt wirklich gedacht, entweder ich springe jetzt aus dem nächsten Fenster oder ich mache was. Mhm. Und dann bin ich zu meiner Hausärztin gegangen und habe der gesagt, wie es so steht und sie meinte, das ist schon immer der erste Schritt, der erste Weg, wenn man halt weiß, was es ist, dann kann man das Problem auch beim Schopf packen. Mhm. Und ja, dann hat sie mir erstmal so auf pflanzlicher Basis ein Antidepressiver war es ja nicht, es war aber auf pflanzlicher Basis was Nervenberuhigendes einfach. Und was mich dann, es hat mich nicht in dem Moment komplett von der Angst befreit, aber es hat mir geholfen, so ein bisschen normaler erstmal wieder zu leben. Bist dann aber auch in eine richtige Therapie gegangen? Ich bin auch noch in eine Therapie gegangen. Ich bin da auch immer noch drin, aber jetzt so in der Schlussphase. Genau. Und dir geht's heute relativ gut wieder? Also ich mache alles wieder. Ich war jetzt Samstag auch in der Disco. Das war ja zu der Zeit absolut unvorstellbar. Ich habe auch viele Freunde dadurch verloren. Ja. Kannst du auch wieder arbeiten? Ich bin auch relativ bald danach wieder arbeiten gegangen. Was arbeitest du? Ich bin Betriebsprüferin. Und das Problem ist halt, ich gehe allein. Ich bin jeden Tag allein. Ich bin jeden Tag in einer anderen Firma. Und ich bin dann halt eine Zeit lang, mein Chef war da auch sehr verständnisvoll, mit einer Kollegin zusammengegangen, dass ich halt nicht alleine gehen musste, weil das einfach zu viel gewesen wäre. Betriebsprüferin? Ist das eine Angestellte des Finanzamtes? Ich bin bei der Bundesversicherungsanstalt angestellt. Ach so. Also es hört sich so streng an. Ja. Das heißt, da muss man Angst vor dir haben. Du kannst da sehr, sehr gestreng vorgehen. Das hier stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Ja, aber im Prinzip bin ich diejenige gewesen, die in der Zeit Angst hatte, rauszugehen. Ja. Also es war eigentlich umgekehrte Verhältnisse. Yvonne, weißt du heute nach dieser Therapie, was die Ursache dieser Angststörung war? Ja, also wir haben das jetzt so rausgefiltert, dass es schon in meiner Vergangenheit liegt. Ich bin in einem sehr, sehr behüteten Elternhaus groß geworden. Ja. Ich bin auch ein Nesthäkchen und ich war als kleines Baby sehr krank und bin halt dadurch immer so überbehütet worden. Und jetzt, wo es dann halt rausging, praktisch jetzt mein eigenes Leben zu leben und eben halt nicht ständig behütet zu werden, da hat eben halt der Körper sich irgendwie was gesucht. Wenn ich krank bin, muss man sich ja um mich kümmern. Und dadurch ist es dann halt irgendwo so rausgekommen. Und so diese Einsicht, die hat geholfen, dann auch mit diesen Ängsten zu Rande zu kommen? Wenn ich das wüsste, also ich hätte ja zu Anfang nie gedacht, dass einfach nur reden und ich sag mal, die Psychologin, die stellt mir auch Fragen, die ich mir selber nicht stellen würde, weil sie teilweise unangenehm sind. Ja, gar nicht so tief in sich reingucken. Und ich hätte nie gedacht, dass das wirklich was bringt, aber es hilft. Und ich weiß jetzt auch, wenn ich kriege schon ab und an nochmal eine Panikattacke, aber lange nicht so schlimm, wie es war. Und ich weiß halt jetzt einfach, wie ich sie unter Kontrolle kriege. Das kann man, diese Techniken kann man da eben auch lernen, ne, in so einer Therapie. Ja, erstmal das. Und ich habe auch nebenbei autogenes Training gemacht. Ja. Und das hilft also, beides zusammen hilft mir also sehr. Zu der Therapie bist du wahrscheinlich einmal die Woche gegangen? Genau, ich bin an der Volkshochschule, bin ich dann zum autogenen Training gegangen. Nee, ich meine zu der Psychotherapie, einmal die Woche. Psychotherapie, einmal die Woche. Ja, und wie lange bist du jetzt schon da? Ja, im Prinzip jetzt sind es ein und dreiviertel Jahr. Ein dreiviertel Jahr. Mhm. Und das wirst du noch ein bisschen weitermachen, ne? Ich habe noch ein paar Stunden, wir gehen jetzt bald auf einen Rhythmus, dass ich halt nur noch alle zwei Wochen komme und immer selten. Also, das heißt ja, dass du nur den guten Rat geben kannst, wenn Leute so etwas haben, habt keinen Schiss vor dem Psychologen und ihr braucht euch da auch nicht schämen, geht da einfach hin, versucht es, die Chancen, dass man geholfen bekommt, sind nicht schlecht, ne? Ja, also ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich glaube, dass ich ohne diese professionelle Hilfe wahrscheinlich irgendwann gesprungen wäre. Das denke ich schon. So, jetzt wünsche ich dir, dass es weiter bergauf geht und dass du den Psychologen bald überhaupt gar nicht mehr brauchst. Ja, danke schön. Und viel Erfolg bei den Betriebsprüfungen. Ja, danke schön. Auch viel Erfolg mit deiner Sendung. Dankeschön, Yvonne. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 5678 111 und ich sage euch jetzt schon mal unser Thema. Nächste Woche Dienstag, da haben wir wieder Themennacht und da ist das Thema Albtraumsex. Ich möchte gerne mit euch reden über verschiedenste Sexualität, die für euch wirklich zum Albtraum wurde. Wo dann Schluss war mit lustig und Spaß, sondern wo es einfach nur noch schrecklich und ätzend und grauenhaft war. Albtraumsex. Und Näheres über unsere Themen könnt ihr auch erfahren und erlesen und lesen
unter www.domian.de. Domian.de. Nicole ist jetzt hier, 25 Jahre, guten Morgen. Hi Domian. Hi Domian, ach hi Domian. Ich bin Domian, du bist Nicole. Nicole, ja. Um was geht's? Ja, ich habe heute einen ganz aufregenden Tag gehabt. Ich war nämlich heute im Fernsehen. Du warst im Fernsehen? Ja. Wo? Ja, eine Freundin von mir sollte da eigentlich hin. Und ja, ich weiß auch nicht, da hat irgendwie eins aufs andere gegeben. Und irgendwie sind wir dann dahin gefahren. Wo? Was für eine Sendung? Bei Franklin auf Sat.1. Bei Franklin auf Sat.1? Das ist ja zu früh. Wird das denn live gemacht? Nein, da werden Aufzeichnungen gemacht. Ja. Also ganz mehrere hintereinander. Achso, das heißt, man kann dich noch sehen demnächst. Ja, also man hat dich am 21. Mai. Am 21. Mai, also heute hat man dich gar nicht gesehen, heute bist du nur aufgenommen worden. Genau. Und Franklin ist ja, glaube ich, irgendwie morgens wird die gesendet oder mittags, ne, die Sendung? Ja, morgens um 11. Um 11, ja, schlafe ich ja immer noch. Bei Franklin warst du. Und ja, erzähl, was war, warum, wieso, was war los? Oh, das war super aufregend. Also das Thema war irgendwie arbeitslos. Also du saßt mit vorne auf der Bühne, du warst nicht im Publikum nur. Nee. Ja. Mit vorne auf der Bühne. Ja. Das Thema war arbeitslos und wir sind dahin gefahren, weil mein Mann Thorsten irgendwie, also der war jetzt lange Zeit krank. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, ich versuch's jetzt nochmal. Ja. Und hat sich nochmal beworben und daraus ist nichts geworden. Und dann hat er halt eben gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr und ich will mich nicht mehr bewerben und ich kann genauso gut vom Staat leben. Aha. Und wenn ich mit ihm darüber reden wollte, dann kam irgendwo nichts zurück und der hat es irgendwo nicht eingesehen. Ja, und dann war Franklin mein letzter Ausweg und ich hoffe und ich denke, dass das gefruchtet hat. Moment, das heißt, du hast das richtig eingefädelt letztendlich? Ja, nee, also wie gesagt, meine Freundin die Redaktion hat meine Freundin gefragt, ob sie nicht jemanden weiß, der dahin fährt. Ach so. Und hat die Freundin dich angesprochen und hast du gesagt, ja, das ist gut, das mache ich. Ja. So in der Kante. Mit dem Hintergrund, du wolltest deinen Freund überzeugen, komm, es ist schon gut, wenn man arbeitet. Und sei mir kein Schmarotzer in unserer Gesellschaft, ne? So? Genau. Das heißt also, es gab ein Streitgespräch quasi zwischen dir und deinem Freund auf der Bühne bei Franklin. Mhm. So, habe ich so richtig verstanden? Ja, genau. Wusste denn dein Freund vorher, was da auf ihn zukommt? Ja, das ist aber mein Mann. Dein Mann, Entschuldigung, ja, dein Mann. Wusste dein Mann, was da auf ihn zukommt? Ja, ja, die Reaktion hat vorher mit uns beiden gesprochen, mit ihm wie mit mir. Ja. Und halt eben, wie die sich das vorstellen und was halt eben besprochen werden sollte. Und ich wundere mich, dass er sich darauf eingelassen hat, weil für ihn ist, er hat doch dann die Arschkarte letztendlich. Und wird dann noch von seiner und wird auch noch von seiner Frau angegriffen. Ja, aber ich wusste mir einfach keinen anderen Ausweg. Und das wäre schon klar. Ich wundere mich nur, dass er es mitgemacht hat. Tja. Aber er hat es mitgemacht. Ja, er hat es mitgemacht. So, und wie hat er sich geschlagen? Ja, ganz tapfer, ne? Ganz tapfer. Wer war denn besser? Warst du besser in der Argumentation oder er? Ich glaube, wir haben uns beide nichts genommen. Wer hat denn den meisten Applaus gekriegt? Beide gleich. Aha. Ach, wieder so scheiß ausgewogen alles. Ja, weil er halt eben zum Schluss gesagt hat, okay, ich sehe es ein. Ach so. Und da saß dann noch ein Arbeitsberater, der hat ihm halt eben ein Gespräch angeboten. Ja. Und da hat er dann halt eben gesagt, okay, ich lasse mich da drauf ein, ich rede mit dem. Ja. Und wenn er was für mich hat, nehme ich das an, egal was es jetzt ist. Ob es nun 3 Euro die Stunde sind oder 5 Euro die Stunde, ich nehme es auf jeden Fall an. Glaubst du ihm das? Ja, weil ich zu ihm gesagt habe, wenn du es nicht machst, dann gehe ich. Stimmt das? Ja. Würdest du wirklich so konsequent sein? Ja. Weil dich das so provoziert, dass er da auf der faulen Haut liegt? Ja, nicht nur das. Wir streiten uns nur noch über Kleinigkeiten. Mhm. Und es bringt irgendwo nichts mehr. Also, und er stellt ja auch Ansprüche. Nämlich? Er will zum Beispiel ein neues Auto, einen neuen Computer, aber wie soll ich ihm das finanzieren oder wie soll ich ihm das geben, wenn wir da nur so ein bisschen Arbeitslosengeld kriegen? Das geht nicht. Du arbeitest nebenher? Nee, ich arbeite nicht. Du arbeitest auch nicht? Nein, ich habe aber 2 Kinder zu versorgen. Ja, ja. Und dann stellt er solche Ansprüche? Wie, was ist denn das für eine Denke? Ja,
Also das heißt, er fordert quasi von dir, dass du es irgendwo abzwackst, damit er sich das Auto kaufen kann oder so. Ja, genau. Und ich habe halt eben zu ihm heute ganz klipp und klar gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Finde ich sehr richtig von dir, Nicole. Sehr richtig. Ja, denke ich auch. Aber hallo, wie alt ist dein Mann? 28. 28, junger Kerl. Ja. Der kann ja wohl arbeiten gehen. Ja. Und der wird auch was finden, wenn er will. Ich denke auch, dass er es macht. Was hat der denn, hat er eine Ausbildung gemacht? Der hat Schlosser als Ausbildung gemacht, aber abgebrochen. Was hat er aus Ausbildung gemacht? Schlosser. Schlosser, achso. Mhm. Mhm. Na gut, aber abgebrochen, ist auch nicht so dolle. Ja, aber weil er krank geworden ist. Mhm. Also das war schon vom Arzt bescheinigt und so. Also ja, wäre vielleicht auch kein schlechter Plan. Ich weiß nicht, ob das so in eure Planung da reinpasst. Wenn er vielleicht einfach die Lehre fertig macht oder eine neue Lehre macht oder eine Zusatzausbildung, dass er sich ein bisschen qualifiziert. Nein, er wollte ja Kraftfahrer machen. Und ach so. Er hat sich daraufhin beworben und er ist da auch dran geblieben vom Arbeitsamt aus. Mhm. Aber das Problem ist, dass die Fahrschule, also die Fahrschulen, bei denen er sich beworben hat, haben gesagt, nee, wir nehmen dich nicht. Mhm. Und er hat natürlich wirklich gute Fahrschulen auch genommen. Und die haben halt eben gesagt, nee, wir nehmen dich nicht. Und daraufhin ist er halt eben, hat er diese bockige Haltung gehabt. Ne? Und verstehen. Hat eben gesagt, ich habe keine Lust mehr drauf. Jetzt ist der Stand der Dinge, dass du glaubst, der wird sich verändern und er wird seinen Hintern auch hochkriegen. Ja, Jetzt erzähl du mir noch mal, ich gehe mal davon aus, dass du nicht so Fernseh- und Medienerfahren bist. Das war wahrscheinlich dein erster Auftritt im Fernsehen, oder? Ja. Wie war denn das? Warst du nicht irre aufgeregt da vor laufenden Kameras? Also wir waren die Ersten, die aufgetreten sind und ich habe schon vorher gesessen. Ja. Und man sitzt, du sitzt dann ja vor diesem Publikum auch, ne? Ja. Ja, vor dem johlenden Publikum. Mhm. Ja, und dann haben die halt eben angefangen und sind dann auch auf Sendung gegangen. Ja. Und da haben sie dann Thorsten noch reingeholt. Franklin hat mir dann erst ein paar Fragen gestellt. Ja. Und so 3-4 und dann kam halt eben Thorsten dazu. Ja, ja und Thorsten hat natürlich meine Argumente, die ich gebracht habe, gleich Gegenargumente. Ja, verstehe schon. Mhm. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass er reingekommen ist und er wusste irgendwie nicht, was er sagen sollte, sondern der hat gleich... Der hat das mitgehört auch, ne? Volle Kante hinter der Bühne. Ja. Wann ging deine Aufregung dann weg, so im Laufe der ersten Minuten oder warst du bis zum Schluss angespannt? Ja, also die ersten 2 Minuten, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Wie ist denn Franklin? Also, ich bin mal ganz ehrlich, so im Fernsehen kommt er ja immer wahnsinnig nett rüber. Ja. Und ich habe also vorher auch von vielen gehört, dass er auch so wahnsinnig nett ist, ja. Ne? Also privat. Und jetzt habe ich mich da heute drauf gefreut, aber also der war heute sehr angespannt. Mhm, also, Das heißt, es gab kaum nette Worte und kaum Gespräch? Nee, also gar nicht. Nur halt eben die Sendung über, ne? Mhm. Und normalerweise schüttelt er am Ende der Sendung nochmal jedem Gast die Hand oder redet ein paar persönliche Worte und so. Also war gar nicht heute. Nichts? Er ist einfach weggegangen? Der ist dann einfach rausgegangen, ja. Das macht man ja wirklich nicht. Also man verabschiedet sich ja zumindest von den Gästen. Und sagt also der war heute super schlecht drauf, ehrlich. Mhm. Mhm. Naja. Okay, wichtig ist ja jetzt für euch, dass da euer Alltag sich verändert und dass dein Freund einfach arbeitet. Das ist das Wichtigste. Ne? Ja, aber es war halt eben super aufregend. Ja, das glaube ich. Der Adrenalinspiegel ist wahrscheinlich jetzt immer noch so hoch, dass du gleich gedacht hast, jetzt mache ich gleich weiter und ruf bei Domian an. Ja, genau. Ne? Also, ja, weil wir können beide nicht schlafen. Mein Mann liegt auch neben mir und wir sind ja noch in dem Hotel, ne? Ach so. Wo wird Franklin gemacht? In Köln? In Hamburg. Ach, in Hamburg wird es gemacht. Ja. Und woher? Wir können dich leider nicht verfolgen, weder Radio noch Fernsehen, weil es das irgendwie hier nicht gibt. Ja, wir sind heute auch nicht im Fernsehen, aber in Hamburg kann man uns aber auch sehen, eigentlich in Hotels. Aber wir sind eh nicht im Fernsehen heute, insofern ist es ja, wir hätten das irgendwie nicht gehabt. Wir haben vorhin schon geguckt irgendwie, aber... Ja. Und wo wohnt ihr? Wohin geht's denn nach Hause morgen? Wieder nach Detmold. Nach Detmold, achso, hier in unser schönes Nordrhein-Westfalen. Genau. Ne? Gut, Nicole, also Grüße an deinen Mann. Und ich hoffe auch. Wollte ich auch schön grüßen. Dankeschön. Und ich hoffe auch, dass er aus dem Pötten kommt, weil er wird sich auch besser fühlen danach, bin ich sicher. Ja, ich hoffe es auch. Jo, ihr beiden, alles Gute, schlaft schön. Okay, tschüss. Halt, ich sag nochmal, 21.05., ne? Ja. 21.05., 11 Uhr. Das wollen wir uns mal alle in den Terminkalender schreiben, damit wir euch da auch angucken. Ja. Ne, Nicole? Alles Gute, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich den Christian hier, 17. Hallo. Ja, hallo. Christian, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Um meinen Eltern. Was ist denn da los? Ja, die haben mich schon mehrfach rausgeschmissen.
Aha. Jetzt ja. Im Moment auch? Ja, ich wohne jetzt im Moment im Wohnwagen. Im Wohnwagen? Ja. In was für einem Wohnwagen? Meine, von meinem Vermieter, ja? Dass meine Wohnung fertig ist. Also du hast eine eigene Wohnung in Aussicht? Ja. Wer finanziert die denn? Ja, ich selbst. Ich gehe arbeiten. Achso, du gehst arbeiten. Aber mit 17 kann man noch nicht so viel Kohle verdienen, oder? Doch. Was arbeitest du denn? Was arbeitest du denn? Ich arbeite Lidl-Märkte, also nachts, Samstagnachts geht's los, Lidl-Märkte in ganz Deutschland umbauen. Umbauen? Ja, also Regale ausräumen, so, abbauen so. Und umbauen. Ist das, hast du dafür eine Ausbildung gemacht oder ist das ein richtig... Nee, da mache ich jetzt auch eine Ausbildung. Da machst du auch noch eine Ausbildung? Ja. So, gut, aber dann, so viel Kohle ist das ja auch nicht, aber du kannst dich damit ernähren. Ja, das reicht. Wenn man bei Lidl ist, kann man sich auch dann ernähren und eine eigene Wohnung haben. Erzähl mal von deinen Eltern, was ist denn da so alles vorgefallen? Also mein Papa, der geht gerne in die Spielhalle, also so in die Spielhalle zocken. Mhm. Ja, und dann hat meine Mutter das rausgekriegt. Meine Mutter ist auch nicht so ganz unschuldig dabei. Ja? So. Inwiefern? Dass er zocken geht, ist seine Mutter nicht unschuldig? Nein, meine Mutter, die geht schon mal des Öfteren fremd. Ach so. Ach so. So auf die Dirting Line 0800 Nummer, ne? Und das kriegt er mit und dann geht er aus Frust in die Spielhalle? Ja. Mhm. Ja, und dann sollte ich mal meinen Vater hinterher fahren, um den davon abzuhalten und Geld zu verzocken. Ja. Ja, und dann am 8.1. hat er mich dann auf der Straße vom Fahrrad geschmissen, habe ich angeschrien, Nachbarn haben es mitbekommen. Mhm. Und dann hat er mich mega zusammengeschlagen. Wie, auf der Straße? Ja, auf der Straße. Schlimm zusammengeschlagen? Ja, sehr schlimm. Mit Krankenhaus? Nee, nicht so, jetzt nicht so. Aber verletzt schon? Ein bisschen? Ja. Ich hatte eine leichte Platzwunde. So, aber dann habe ich ihn nur nähen lassen, habe mich nicht weiter untersuchen lassen, gar nicht. Und dann bin ich am 9. bin ich dann ausgezogen. Und dann hat meine Mutter gesagt, geh lieber bevor weiter Probleme. Also du hast dann gesagt, ich gehe, er hat dich dann nicht letztendlich rausgeschmissen. Du hast gesagt, es reicht oder so. Ja. Ja. Solche Vorfälle gab es mehrere früher schon? Ja, mit 8 Jahren auch schon. Ach, so lange zurück liegt das schon? Ja, da haben die mich das erste Mal rausgeschmissen. Deine beiden Eltern? Ja, beide Eltern. Als du 8 Jahre alt warst? Mhm. Warum? Ja, weil die anderen sich gestritten haben, bin ich abgehauen. Mhm. Dann haben meine Eltern gesagt, es geht nicht weiter so. Tschüss. Und wohin haben sie sich dann rausgeschmissen? Wohin? Ja, dann bin ich ins Heim gekommen. Wie lange? Ja, es war jetzt auch knappe 8 Jahre. Ach, so lange warst du im Heim? Mhm. Und dann, das heißt, du warst ja jetzt dann in der letzten Zeit gar nicht lange bei deinen Eltern? Nee. Sag mal, ich will es nicht alles hin und her rechnen. Wie lange warst du denn da bei den Eltern nach dem Heim? Ein Jahr oder wie? Oder nicht mal ein Jahr? Doch, knappes Jahr. Knappes Jahr. Kommt so ungefähr hin jetzt. Ja. Ja, ja, so, so. 17. Januar wäre es ein Jahr gewesen. Ach so, das heißt, die meiste Zeit hast du im Heim verbracht von deiner Kindheit und Jugend. Mhm. Mhm. Wie war? Bist du das einzige Kind von deinen Eltern? Nee, noch 4 Geschwister habe ich. Meine Schwester ist 19, wohnt auch nicht mehr zu Hause. Die hat eine Wohnung nebendran, ist aber auch jeden Tag zu Hause. Ja. Ja, und meine 3 kleineren Brüder, die sind noch zu Hause. Die sind zu Hause. Mhm. Ja, aber auch nicht mehr lange. Weil da auch alles schief läuft. Ja. Mhm. Bist du froh, dass du raus bist? Ja. Ja. Wie denkst du über deine Eltern? Hast du einen Hals auf die? Ja. Auf beide, ne? Ja. Mhm. Weil meine Mutter hat mich angeschluckt, ich soll hinterherfahren. Mhm. Mein Vater hat mich zusammengeschlagen und dann hinterherum, also so hinterher sagt meine Mutter dann auf einmal, geh lieber, ist besser so. Mhm. Also, da hat man schon das Gefühl, man ist lästig, ne? Und die wollen einen loswerden. Mhm. Mhm. In all diesen Jahren, als du im Heim warst, gab es da einen Kontakt zu deinen Eltern? Ja. Eng? Aber nicht guten. Nee? Wie oft habt ihr euch da gesehen? So im Jahr? Bestimmt 6 Mal. Mhm. Warst du Weihnachten dann auch zu Hause? Ja, nur erster Weihnachtstag, nur für 2 Stunden, dann bin ich wieder gegangen. Mhm. Also kann man sagen, dass es dir fast im Heim besser gefallen hat als bei denen? Ja. Mhm. Ja, die haben mir auch so weit geholfen, dass ich jetzt mein eigenes Leben genau aufgebaut habe, so wie ich das haben möchte. Die Leute im Heim? Ja. Mhm. Also Christian, ich muss sagen, alle Achtung, du bist so jung und dass du das alles jetzt alleine schon machst mit eigener Wohnung. Ja, ich habe ja auch einen Betreuer vom Jugendamt. Ja gut, aber du musst ja auch das Deinige dazu tun und darfst dich ja nicht hängen lassen. Finde ich klasse, echt für eine gute Leistung. Hast ja nur auch viel Scheiße erlebt, kann man ja so sagen. Ja. Ne? Mhm. Und seit Februar kriege ich vom Jugendamt auch wieder so ein bisschen Lebenshilfe. Ja,
Also Lebenshilfe, was heißt das? Kohle oder wie? Ja. Mhm. So kriege ich 9 Euro am Tag. Ja. Und ja. Diese Ausbildung da bei Lidl, was ist das für eine Ausbildung? Als Einzelhandelskaufmann oder wie nennt sich das? Nein, als Packergruppe. Ach, Packergruppe. Ist das ein Ausbildungsberuf sogar? Ja. Ach so, wusste ich gar nicht. Mhm. Bei Shop Construction in Gladbach ist das. Ah ja, da habe ich keine Ahnung von. Mhm. Ja. Wie denkst du dich jetzt weiter zu verhalten? Willst du den Kontakt ganz abbrechen zu den Eltern? Ja, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich dich angerufen. Ja. Ob du mir da helfen kannst. Ja, ich würde den Kontakt erstmal runterfahren. Wenn die dich so mies behandeln, so mies, dein Vater dich so zusammenschlägt und deine Mutter auch nicht zu dir steht und die dich jahrelang so im Stich gelassen haben, dann lauf denen nicht hinterher. Es ist vielleicht bitter für dich, aber... Ja, dazu ist ja auch noch gekommen, bevor ich ins Heim gekommen bin, bin ich auch schon mal missbraucht worden. Und das hat meine Eltern auch nicht so ganz interessiert. Von wem? Von einem älteren Herrn, der hat einen Hund gehabt und ich lieb Tiere über alles. Ja. Ja. Und dann bin ich öfters mit dem Hund spazieren gegangen und dann ist es dann halt passiert. Da warst du aber ein kleiner Junge noch, ne? Mhm. Und deine Eltern haben das mitbekommen? Ja, habe ich denen gesagt und das hat die auch nicht so ganz interessiert. Wie haben die denn darauf reagiert? Haben die gesagt, du spinnst oder? Ja, ich bin ein Spinner, ich würde die verarschen, das stimmt gar nicht. Mhm. Damit machen wir keinen Scherz. Nee. Ist das einmal passiert oder mehrfach? Einmal. Einmal. Ja, und jetzt mein Vermieter, der ist 52 Jahre alt. Ja. So, ja, mit dem habe ich halt, bevor ich hier eingezogen bin, jede Menge Sachen gemacht. Ja. Also war zum Beispiel zu den riesen Baggern da gefahren in, ja, wie heißt das? Isenburg oder keine Ahnung. Ja, ist doch egal. Die Kohlebagger. Ja, weiß ich auch nicht genau. Ist egal. Ja, so, und jetzt... Vor einer Woche macht er die Andeutung, dass er was von mir will. Ach, das. Und ich habe dem gesagt, ich habe eine feste Freundin, ich bin nicht schwul, ich bin nicht bisexuell, gar nichts. Mhm. Hat er das gecheckt? Nö. Nee. Er hat mir vorgestern Nacht, wie ich am Arbeiten war, eine Mail geschickt, ja, dass ich nach Hause kommen soll, dass ihm sein Bett auf mich wartet. Dann sag das mal dem Betreuer vom Jugendamt. Habe ich schon. Ist gut. Und wie hat er darauf reagiert? Ja, da müssen wir mit dem regeln. Mhm. Dann will ich hoffen, dass die das regeln. Ja, dass er so nicht weiterläuft. Mhm. Eben. Lass mich nochmal fragen, damals, was da passiert ist. Was ist denn da genau passiert? Was musstest du machen mit dem Mann? Oder was hat der mit dir gemacht? Ja, der hat mich auf dem Bett festgemacht und dann so von hinten, ja. Also es gab Analverkehr. Ja. Mhm. Und ich wollte auch Therapie mitmachen, aber ich habe da mega Schiss vor. Mhm. Also da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Du hast dieses Jahr eigentlich auch nur noch am Rande erzählt, um mir auch noch deutlich zu machen, dass deine Eltern dich da auch im Stich gelassen haben, ne? Mhm. Mhm. So, deswegen unterstreiche ich das nochmal. Wenn es auch schlimm ist, lass die Finger von den Eltern. Lass sie von den Eltern. Ich glaube, dass du da nichts Gutes zu erwarten hast. Wirklich nicht. Versuche dir deine Freunde woanders zu suchen und... Ja, ich bin jetzt auch hier in Viersen. Bin ich hingezogen. Ja. Ich kenne ja keine Menschenseele. Ja, das ist schwer, wenn man dann am Anfang irgendwo hingezogen ist, um sich da irgendwas aufzubauen. Aber dennoch, geh nicht zu den Eltern zurück. Ich glaube, das ist immer wieder schlimm für dich und immer wieder ein Schlag, ein Rückschritt auch. Mhm. So, als Weiber habe ich jetzt ein Mädchen kennengelernt hier aus Viersen. Ja. Ja, und ich war am Anfang schon so offen, habe ich ja alles erzählt. Ja. So mit meiner Vergangenheit. Mhm. Ja, und jetzt sind wir seit einer Woche zusammen. Ja, ist doch schon ganz gut, ne? Weil ich so offen bin, sagt sie. Ja, vielleicht ist es ja eine gute Sache. Vielleicht entwickelt sich da eine gute Freundschaft und Beziehung raus. Dann hast du so einen Anhaltspunkt. Hör mal, Christian, ich würde gerne, dass du mal noch ein paar Worte mit meiner Psychologin redest, weil du gerade gesagt hast, du würdest gerne mal so eine Therapie oder Beratung machen. Mhm. Und hast da so ein bisschen Schiss vor. Die Anna kann dir das genau erklären, was da abgeht. Und da brauchst du auch kein Schiss vor zu haben. Wir haben uns ja jetzt auch ganz offen unterhalten. Und anders ist das da auch nicht beim Psychologen. Ja, okay. Nur, dass du da halt sitzt, du kennst es ja auch, dass man da sich gegenüber sitzt und man redet. Mhm. Also erstmal finde ich klasse, dass du dein eigenes Leben da lebst. Und dass du dich nicht hängen lässt. Und dass du nicht an Drogen, auf Drogen bist, was ja auch alles... Nee, könnte ja, ja, finde ich gut. Könnte ja alles passieren. Viele junge Leute, die so eine Vergangenheit haben wie du... Ja, aber ich fange jetzt genauso an wie mein Vater, wenn ich mal in eine Kneipe jetzt gehe, ja? Trink mal einen Pilz oder was, ja?
schmeiß auch mal ein paar Euro in so ein Automat, obwohl ich ja noch gar nicht darf. Ja, tu's nicht. Lass es sein. Dann gehst du nämlich wirklich vor die Hunde und hängst irgendwann in der Gosse. Jetzt mach deine Lehre. Sieh zu, dass du dich einigermaßen da in Viersen, wo du bist, so ein bisschen etablierst. Vielleicht auch ein paar Freunde findest. Und dann wird es schon vorangehen. Und lass die Finger von den Eltern weg. Okay? Ja, okay. Jetzt leg du mal auf und meine Psychologin, die Anna, ruft dich gleich an. Ja, Moment. Ich wollte dir noch herzlichen Glückwunsch zu deinem Bundesverdienstkreuz wünschen. Super nett von dir, Christian. Freue ich mich wirklich, dass du es sagst. Okay. Alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. Klaus, 21. Guten Morgen. Jo, moin, Domian. Ja. Also mein Thema ist auch Analsex, wie von meiner Vorrednerin. Ja. Und also ich habe auch sehr viele Bekannte, die das eigentlich so sehen wie die, in Anführungsstrichen, Freundinnen von ihr. Mhm. Also die auch sagen, ah, oh, das ist pervers und oh, wo kommst du denn her? Aber es sind Frauen, ne, hauptsächlich. Nein, es sind auch ziemlich viele Kerle dabei. Ist es wahr? Das ist wahr. Mhm. Also mein Cousin unter anderem und ziemlich viele Kollegen von mir auch. Aha. Und also ich weiß nicht, ich bin so der Auffassung, dass irgendwie dieses Thema eigentlich auch so ein ziemliches Tabuthema ist. Ja, ja, das finde ich auch. Ziemlich viele Leute und ja, ja. Kann ich in dem Sinne eigentlich nicht wirklich verstehen. Das heißt, du hast deine Erfahrung schon gemacht damit? Ja. Und gute Erfahrung, das gefällt dir und deiner Freundin? Ja, meiner Freundin, die ich jetzt habe, nicht. Also wir tasten uns da so ran, weil ich bin der erste Freund, den sie hat. Ja. Aber mit meiner Ex-Freundin habe ich das schon öfter erlebt. Ja. Aber da war es doch sicher auch so, dass du das wolltest und sie dann gesagt hat, okay, wir versuchen es mal. Die Initiative ging sicher nicht von ihr aus, ne? Nee, das stimmt schon. Also die Initiative ging von mir aus. Mhm, ja. Also sie war da auch so am Anfang schon so ein bisschen skeptisch, aber ja. Dann hat sie eigentlich ziemlich gut gefallen. Ja. So, ist das denn jetzt auch so ein Thema unter euch Jungs und Kumpels? Redet man da so offen drüber oder doch eher wie so mit so ein bisschen mit Grinsen und ein bisschen verschämt und ja, ein bisschen verklemmt? Oder? Schon ziemlich verklemmt. Also ich komme daher, wo du geboren bist, denke ich, glaube ich, Gummersbach. Ja, ja. Ja, ja, genau. Und das ist halt hier so ein bisschen komisches Thema, sag ich mal. Also, in Gummersbach spricht man nicht offen über Analsex, stimmt. Nein, nicht wirklich. Stimmt, das war schon immer so. Ha, furchtbar hier. Nee, aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nur dem Mädel da... Denise war das. Genau, Denise. Du wolltest ihr Mut zu sprechen? Ja, dass sie sich dann nicht unterkriegen lassen soll. Also. Ich war gerade wirklich ganz baff, als sie das erzählt hat, dass man da so offen sich lustig drüber macht und dagegen stichelt. Ja, so ein Blödsinn, ja, ne? Ja, ja. Also, im Endeffekt. Ja, und ich sag dir, ich bin 100% davon überzeugt, dass 95-98% der Jungs... da sehr scharf drauf sind. Ja, denke ich auch. Ja, ja, natürlich. Denke ich auch, auf jeden Fall. Mhm. Hast du denn irgendeinen Freund in deiner Umgebung, der da auch so drauf ist wie du? Also so jetzt, dass ich das wüsste, nicht. Mhm. Also nicht bewusst, sage ich mal. Mhm. Weil ich rede eigentlich auch im Endeffekt nur mit meiner Freundin drüber, weil meine Kollegen geht halt nichts an, sage ich mal, was ich mit meiner Freundin oder so mache, ne? Ja, ja. Ab Montag werden die Gummersbacher und Gummersbacherinnen dich schon ansprechen auf dieses Thema, ja, gut, nachdem du jetzt hier gesprochen hast. Ich denke mal, ich bin ja nicht der einzige Klaus hier in Gummersbach. Ja, aber hoffe ich mal. Und deine jetzige Freundin ist da noch ein bisschen vorsichtig? Ja, also wir tasten uns da so langsam ran, weil ich bin auch ihr erster fester Freund oder vielmehr ihr erster Freund, kann man schon sagen. Ja, da muss man gleich nicht mit den krassen Sachen. Nee, um Gottes Willen, aber ich denke, es gibt auch wesentlich Schlimmeres als Analsex. Ach, ja, aber natürlich, also ich sage ja immer, wenn beide das gerne wollen, ist es doch völlig in Ordnung. Ja, ja, genau. Ist es bei dir so, dass es für dich schon eine sehr wichtige Form deiner Sexualität ist? Dass ein wichtiger Punkt, jetzt, sagen wir so. So wichtig ist es nicht, aber es ist schon ziemlich gut. Ja. Na prima, Klaus. Das war noch eine Meinungsäußerung von dir zum guten Schluss. Und kann ich noch ein Autogramm von dir kriegen? Ja, leg bitte auf. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Jo, alles klar. Okay, tschüss, Klaus. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei Uli Kapp, bei Wolfgang Spikowski, bei Jan Hölz, bei Jens Diegel, bei Jan Greve zu Baringdorf, bei Marc Sommer und Dorit Herber
und Elke Büchter. Thema nächste Woche Dienstag. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt Albtraum Sex. Themen könnt ihr nachgucken unter www.domian.de. Und wir sind am Montag wieder da im Radio und im Fernsehen. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.